Hallo, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Willkommen in der Schülerbücherei. Kennt ihr unsere Schülerbücherei? Ja. Ja, ja, also wir haben hier Bücher, die ihr euch in den Pausen ausleihen könnt. Ihr könnt hier in den Pausen hinkommen, auch Spiele spielen. Wir haben ein paar Spiele. Ihr könnt in den Büchern stöbern und ja, das ist unsere Schülerbücherei. Vielleicht gehen wir einmal darüber zu unseren Favoriten, die wir da vorne auch haben. Ja. Du kennst die Vampirschwestern? Ja. Hast du davon denn auch schon Bücher gelesen? Ja. Ja. Welche denn? Es gibt ja noch so einen anderen Teil. Also wo die von der Deutschland ist. Und davon habe ich die gelesen. Das Tagebuch. Ich habe alle durchgelesen. Ja, alle die. Auch schon den neuen. Genau, den hole ich, also den bringe ich euch nächstes Mal hier wieder hin. Achso, du hast den Moment ausgegeben. Ja, genau. Wir haben als Erster. Wir haben den nämlich ganz neu angeschafft. Ne? Sechs Tagebuch Nummer 16, ja. Ich habe auch ein Buch ausgeliehen, das war der One Piece Manga. Ja, der war auch sehr schön. Genau, da vorne liegen nämlich unsere Comics und Mangas, die sind auch ganz beliebt. Ein Fehler, wenn man hier anfängt. Ja, muss ich genau. So. Genau. Habt ihr denn noch Fragen hier zu unserer Schülerbibliothek? Was gibt es denn alles für so Bücher? Also so Bücherarten, sag ich mal. Also wir haben hier eigentlich fremdsprachige Bücher, dann haben wir generell Fantasiebücher oder halt Romane. Wir haben auch Bücher über Politik oder wir haben sehr viel. Ja, also wir haben das hier eben mal überschlagen und wir haben fast 5000 Bücher hier in der Schülerbibliothek. Und Romane, Sachbücher, wie Matthäa gerade schon gesagt hat. Und wir sind auch immer gerne bereit, Bücherwünsche, wenn das irgendwie hier zu unserer Bibliothek passt, auch zu erfüllen. Also wenn ihr sagt, es gibt irgendein Buch, was ihr ganz gerne lesen würdet, könnt ihr uns da auch Bescheid sagen und dann können wir schauen, ob wir das vielleicht auch anschaffen können. Genau. Okay. Hat noch jemand anderes Fragen? Nein, wirklich nicht. Also wenn nicht, dann wäre das eigentlich schon das alles geklärt. Ja. Gut. Dankeschön. Ja, danke für euren Besuch. Bitte. Kommt bald mal wieder in einer großen Pause. Ja. Tschüss. Schönes Wochenende noch.